Ja, Hallöchen, Servus wieder, Leute. Letztes Mal haben wir Philadelphia, also naja, da wird jetzt noch ein bisschen was geschafft. Generell, ja, wie seht wieder, ja. Ja, und da jetzt Stierkampf Arena. Schauen wir mal, wie das jetzt mit dem Part wird. Ja. Weil würde ich dann noch was sagen und vielleicht machen wir einen Special Part noch, mal schauen. Aber ja. Gut. Oha. Jo. Also insgesamt bin ich total zufrieden mit dem Game. Also ich würde schon mal so ein bisschen was sagen wollen. Jo. Jo, also. Alter, das war Weltklasse-Lauf gewesen. Ja. Okay. Jo. Also. Na? Wow. Ah, wollte noch ein bisschen mehr. Digga. Es ist unglaublich. Okay, das war ein richtig schlechter Lauf, hätte ich gesagt. Da kann man nichts mehr schön machen, auch nichts mehr schön reden, leider. Ja, muss jetzt im dritten natürlich perfekt aufholen, ja. Ja, und dann schauen wir mal, werde ich nämlich dann noch ein bisschen an Zweifel zahlen. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal das. Schade. Bevor ich noch. Okay, geil. War nicht gewusst, was da oben. Also das kennt ihr schon von mir, dass ich das gern mache. Ja, habe ich noch mal ein bisschen aufgeholt, würde ich sagen. Ja, aber auf jeden Fall noch ein bisschen aufgeholt, gell, Leute? Ja. Ist super, ist okay. Level Auswahl. So, also ich wollte euch auf jeden Fall nochmal so ein bisschen sagen, was ich so ungefähr schon hab da in Tony Hawk 2 und so weiter. Ja, also da hätte ich jetzt zum Beispiel alles. Vielleicht mache ich noch einen Special Part, wo man alles mehr sieht oder so, aber ich glaube, das ist schon eine geile Leistung, ne? Ja, also da nochmal.
Aber jetzt sage ich noch mal. Ja, vielleicht ist es auch der letzte Part. Ich weiß noch nicht. Jetzt sage ich noch mal schnell was. Also, dann ganz normal 81%, lul. Also, ihr könnt es ja eh noch mal dann anschauen in Ruhe. Na, da sieht man das dann noch mal, was ich alles so geschafft habe. Und da habe ich jetzt gesehen, da gibt es ein Special-Ding. Zum Beispiel, da kann man dann Funskaten machen. Machen wir einfach einmal. Ich weiß selber nicht, was. Also einfach frei durchs Level, okay. Achso, okay, da kannst du gegeneinander fahren. Ist ja nice, ne? Okay. Okay, ja. Das macht natürlich dann nicht viel Sinn allein. Was gibt's da weltweit jetzt, oder wie ist das gemeint? Keine Ahnung. Ja, das ist klar. Er kann nicht wieder aussehen, oder willst du mich? Ich will gern wieder aussehen. Ist das möglich? Ja, okay. Sollte ich vielleicht auch aussehen drucken. Gut, dann schaue ich nochmal da kurz rein. Okay, das wird dann gespeichert. Tempolauf ist. Wenn du einen Rhythmus. Keine Spezialtricks. Achso, ein Tempo hast du was genau? Ah! Alles holen, oder wie? Oder was ist da jetzt gemeint? Ah, okay, das ist aber auch nice dann. Tempo heißt wahrscheinlich, dass man alles. Ah, alles möglichst schnell holen, okay. Das ist aber eh cool. Okay, na dann sieht man das einmal. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da nochmal ein paar extra mache. Ich glaube aber nicht. Weil ich wollte ja selber jetzt wissen, was so da passiert und so. In was nehme ich Fahrstrecken, was welche habe ich richtig geil gefunden. Also Tony Hawk 2 war richtig nice, muss ich sagen. Philadelphia ist irgendwie geil. Na egal. Nimm mal New York City, das war irgendwie cool. An der 1. Season fallen. Nur eine kurze 2 Minuten Sesh. Okay. Das heißt, da macht man was genau? Ne? Schauen wir. Ja. Also ich werde auf jeden Fall privat dann noch ziemlich das auf 100% probieren. Und da den Bereich wäre einfach Gaude halber. Vielleicht mache ich irgendwann einmal einen Part, wisst ihr? Ja? Aber prinzipiell wäre es dann eher beenden. Ah, okay, da kann ich jetzt einfach Punkte machen, oder wie? Ah, okay. Und das wird dann dementsprechend bewertet. Ja, okay. Auch nice. Okay, da war jetzt dann da weltweit und so. Okay. Ja. Ja, eine geile Sache. Also ich schaue jetzt nochmal kurz aufs nächste, ja. Also der Aussicht, da habe ich jetzt 3%. Also wie gesagt, ich mache es vielleicht privat und ne? Okay, da gibt es dann. Jetzt verstehe. Also da gibt es Einzelsaison, Highscore, Tempo, Tempo, dasselbe. Skatepark ist Einzelsaison, da wieder beides, beides einzeln, beides. Geil, aber das werde ich privat ein bisschen probieren. Naja, aber 60, da kannst du dann abbrechen und dann wird es halt trotzdem gespeichert. Finde ich cool. Tempolauf ist sicher nicht ohne. Also da geht es um Highscore, okay. Jo.
So viel zu dem dann, ne? Also nochmal langsam, ja, Lagerhalle habe ich alles, außer die State. Schule habe ich auch alles, außer ein Starting. Einkaufszentrum habe ich alles, außer ein Airwalk. Skatepark habe ich Gold und ein Startpunkt fällt mir. Also derzeit der Stand, ja, privat, wie gesagt, Downtown fällt mir die Popcorn, Escape und die Gaps. Und ein Start. Downhill habe ich, fällt mir das Taped, Madonna und Airwalk. Und zwei Start. Burnside kann ich noch auf Gold machen dann und fällt mir die Start. Streets habe ich alle Start schon. Also das witzigerweise ist mir voll leicht gefallen, muss ich sagen, da habe ich alles geschafft. Rosewell habe ich Silber und fällt mir, also kann ich noch Gold machen und fällt mir die zwei Start. Okay. Finde ich aber interessant. Hangar, ja, habe ich alles, ja, und einen Start halt, völlig egal. Schule 2 habe ich alles, außer die zwei Startpunkte, es ist super. Marseille Gold und die Startpunkte fallen, easy. New York City war auch recht einfach, sag ich mal, voll geile Strecken. Mentaiba, ja, das fällt noch und die zwei Start. Venice Beach fällt mir nur die Transfer und das Tape, war auch geile Strecke. Skate Street, also kann ich noch Gold machen und die zwei Startpunkte, ja, die kann ich aber immer holen auch. Philadelphia Skate, ja, Brunnen lernen, das kann ich dann eh immer noch am Vortag. Und drei Startpunkte. Stierkampf Arena, hab jetzt eh live dabei gerade. Fällt mir drei Startpunkte, alle drei, aber punktemäßig war es nicht so schlecht, kann ich noch Gold machen. Genau, und das haben wir jetzt eh gesehen, also da kann ich dann noch einiges machen. Aber danke fürs Zusehen immer und dementsprechend bewerten, kommentieren. Muss ich gerade lachen, aber egal. Und teilen und so weiter. Und jo, wer weiß, was als nächstes kommt. Videos, Vlogs, wieder Let's Plays, wer weiß. Ja, ich hab da was vor, mal schauen. Aber vor allem wieder so Musikvideos oder Vlogs oder. Na, wer weiß. Ja, also danke Leute und bewerten Tony Hawk eindeutig, also ich persönlich 92%, Grafik, also vom Spielerischen wie früher, top, ja, einfach geil, grafisch sowieso top und es macht unglaublich Spaß, also meine Bewertung 92% und ihr könnt ja gerne eure Bewertungen schreiben oder so, ja, also danke Leute fürs Zusehen und so weiter und alles. Euer Badl, Servus, tschüss.